Mann. Ich war noch frisch in den anderen Spiel drin, ich merk's gerade. Ha? Ich war noch ein bisschen im anderen Spiel drin. Ich wollte das Auto einsteigen, statt dass ich hier Dreieck drücke wie hier, drücke ich hier Vierecks-Taste. Läuft bei mir. Also machst du nochmal irgendwie was Neues auf, Markus? Oder ist er dabei? Ja, kann ich machen. Ich muss mal meine Musik hier einstellen. Hat Enrico noch mal geschrieben oder so? Nee. Nicht, dass der jetzt pennt. Oder denkt, der braucht mich aufstehen. Ja, selbst wenn, dann ist das so. Ich guck mal gerade, wann der jetzt online war. Um 9, der ist also wach. Dann schreib ihn doch mal an, direkt, also nicht über die Gruppe, sondern. Ja, ich vermute, dass er doch online, dass er mit Freunden irgendwie unterwegs ist. Aber gucken. Ja, aber dann ist das so. Alles gut. Ist ein bisschen chaotisch gerade. Bisschen viel spontan mit drin, aber egal. Alles gut. So. Ha. Ja, bist du jetzt. Oh Gott, nee, das wird nicht. Ha. Ich habe nur gerade mal geguckt, auf was es aktuell dreifach AP gibt. Auf Luftrennen. Ich glaube nicht, dass jetzt auf Luftrennen. Auf was für Rennen? Luft, also Flugzeugrennen. Nicht, ja, nicht so. Siehst du?
Ja, ich halte aber nicht zu schreiben. Ich vermute, dass der unterwegs ist mit Freunden. Seid ihr in der Lobby schon? Ja, gut. Ja, ja. Ich mal extra was anderes angezogen, damit ihr nicht mehr meckert, so. Ach, was? So, dann lade ich euch mal ins Penthouse ein. Damit wir dann hier unser Intro machen können, dann. Hm. Seid ihr schon da? Ja, warte. Jetzt sind wir da. Ach, da hinten, wo seid ihr? Ich wollte euch nicht stören. Ach komm, setz dich mit rein. Ist noch genug Platz. Müsste noch ein Sitzplatz drin sein, oder? Warte. Wie schnell er seine Klamotten wieder anhat. Ah. Kann ich, mir zu kalt. Kann ich das eigentlich machen, dass ich mit Klamotten baden gehe? Also, war das ich weiß nicht, das ging glaube ich nur auf dem Boot, auf deiner Yacht ging das, glaube ich. Vor allem, er will mit seinen Lederklamotten baden. Ja. Oder so. Nee, kannst du nicht, schade. Warte, ich gehe auf die andere Seite. Oder kann man da noch sitzen? Ja, ne? Ja, jetzt. Ja, alles gut, ich wollte nur die Seite wechseln. Ja, dann fang mal an. So, mach ich erstmal meinen Stream an. Und dann kann es losgehen. Ja. So, also mein Stream läuft jetzt. Wie sieht es bei deiner Aufnahme aus? Ich mache immer nachdem wir da so fertig sind mit Videospeichern und so, also das normale Prozedere. Ja, nee, wegen Intro, meine ich, frage ich das. Ich schneide, alles gut, fang an. Ja, gut, dann hallo und herzlich willkommen jetzt schlussendlich doch bei einem Meeting von Crazy Five YouTube. Heute mal wieder hier, wir haben uns mal versammelt hier in meinem Penthouse, in meiner schicken Bude hier im Casino. Und müssen jetzt gleich mal gucken, da Enrico anscheinend jetzt doch anders verplant ist. Was wir jetzt gleich anstellen werden, da der gute Kevgang da drüben wollte noch etwas anderes machen und das hat jetzt doch anders geklappt. Ja. Und deswegen sind wir jetzt doch hier zusammengekommen und sind jetzt hier halbnackig und schauen uns an, vor allem die junge Frau da drüben. Oh ja. Meinst du? Warte mal, halt. Halb? Ja,
Ja, das nach dem Stream dann, das Rest. Ich lasse den Aal schwimmen. Nicht pinkel den nicht in mein, pinkel mir nicht in mein Wasser hier, ekelhaft. Das so, den Aal, nicht und jetzt, den Aal. Und jetzt kann ja auch die Schlafmütze auch nochmal sein Intro machen. Bitteschön. Ja, wie gesagt, wie du schon sagst, herzlich willkommen auf jeden Fall auch mal auf meinem Kanal. Schön, dass wir da doch irgendwie noch zusammengekommen sind. War ein bisschen spontan. Ich war heute Nacht noch arbeiten, bin erst um 3 Uhr morgens zu Hause gewesen, dachte mir, jetzt schaffst du es doch nicht, weil du erstmal raus bin willst. Bin dann doch früher wach geworden und ja, das haben wir es doch geschafft. Deswegen ist Enrico heute nicht dabei, weil der tatsächlich geplant hat, gedacht hat, wir zocken jetzt doch nicht. Jetzt zocken wir doch ohne ihn. Aber ist das so. Und weißt du, was das Lustige ist, Markus? Bei dir hört sich das an, als würde es da ein bisschen hallen und das passt gerade echt zu dem Badezimmer hier. Mhm. Ja, genau. Jetzt haben wir den Enrico wieder rausgemobbt. Das ist der Mobben ja keinen raus. Das junge Küken der Runde mal wieder. Nein, natürlich nicht. Ja. Nein, ist jetzt wirklich Spaß. So, er ist wahrscheinlich mit Freunden unterwegs. Es geht natürlich auch privat, dem geht natürlich absolut vor. Und ja, wir finden schon irgendwie was wir heute machen. Wir haben jetzt jemand vor und. Nee, weil er mich letztens nämlich fragte, weil ich im letzten Intro gesagt habe, die junge Nervtütenstimme hört ihr nicht. Da hat er mich gehört, ob ich wirklich seine Stimme Nervtüten finde. Nein, natürlich nicht. Das ist nur Spaß hier. Wir wollen natürlich auch ein bisschen was bieten hier. Wir wollen ja auch ein bisschen Show machen. Ihr kommt ja nicht hier online, um irgendwie uns hier nur beim langweilig und monoton miteinander reden zu gucken, sondern wir wollen ja hier auch ein bisschen was bieten. Ja, und ich habe tatsächlich endlich mein neues Setup am Start, altes Mikro vom letzten Mal, aber diesmal hört man kein Echo, weil ich habe ein Headset drin und genau. Ich muss jetzt ein bisschen anders sprechen, weil ich höre. Radiomoderator Kev Gaming. Ja, mehr oder weniger. Tatsächlich alles schon gemacht. Na gut, okay, dann erklär mal bitte, was wir so heute vorhaben oder überhaupt allgemein in den nächsten Folgen vorhaben. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, da bräuchte ich halt auch mal eure Meinung, weil Playlists können wir ja wieder nicht machen jetzt, weil wir sind wieder mal nur zu dritt. Leider. Das wäre ja jetzt eigentlich geplant gewesen. Ja. Das Einzige, worauf es zurzeit Bonus gibt, in die Luft rennen, da hat Kev Gaming auch gleich gesagt, ne, ja, ich wir und können, Flugzeug und Hubschrauber. Wir können ein paar machen, so wir können ein paar machen, aber bitte nicht jetzt durchgehend. Sagen wir mal so. Missionen von Kamid wäre auch scheiße ohne Enrico. Genau, also da machen wir nicht weiter, wenn wir nicht vollständig sind. Müssen wir da einfach mal gucken. Wir sind da halt immer ganz spontan und machen halt einfach mal irgendwie das, was gerade uns vor die Nase kommt. Genau so ist es. So, ja, dann würde ich mal von euch einen Vorschlag hören, was wir mal als erstes machen. Außer aufstehen jetzt hier. Nee, warte mal, wir hatten noch ein paar Sachen. Probleme? Wir können ja mal heute. Oh, was ist, wir gehen erstmal runter ins Casino, würde ich sagen. Ja, wir gehen mal, genau, wir drehen mal ein bisschen am Rad, aber wir können ja mal irgendwie so ein spontan machen. Du hast ja ein bisschen angekündigt, mal ein Roleplay zu machen, dass er mal in die Richtung geht, dass jeder sich irgendwie einen Job aussucht. Ich nehme tatsächlich mal einen Real-Life-Job. Wenn du jetzt hier online einen Bus findest, Kev, kannst du das gerne versuchen, aber ich glaube, die findest du fast nicht. Soll ich Bescheid sagen? Ich habe einen gekauft, also was? Nein. Achso, du hast den gekauft, okay. Ja, der kostet ja irgendwie nur eine 500.000 oder so. Nein, aber so eine Idee einfach. Ja nur eine 500.000. Ja, nee, oder weniger. Ich weiß es nicht, was ich damals bezahlt habe. Keine Ahnung. Aber so ein Ding sollte schwierig, sollte einfach zu finden sein. Nein, aber es wäre mal eine Idee, einfach mal. Ich weiß nicht, ob es bei euch beiden so umsetzbar ist. Jeder macht sein Ingame-Job. Ich meine schon verraten. Oder Markus hat meinen schon verraten, aber. Und die Zuschauer müssen mal raten, was wir eigentlich so beruflich machen. Alter, jetzt hier, wo seid ihr denn? Hier, da, hier. Komm mal mit kurz hier. Komm mal kurz hier mit. Findet ihr das Auto nicht auch total hässlich? Ich habe das schon Freitag gesagt. Ich kam hier rein und dachte mir so, was rauchen die bitte bei Rockstar? Wer, bitteschön, kommt auf so eine Idee und sitzt da und denkt sich, ja, das ist eine geile Karte. Ach warte, das hat doch irgendwas. Mal gucken. Ja, dreh mal am Rad und guck mal, was wir heute so gewinnen. Genau, Baby und ich spielen Casino. Kev macht das, was er immer macht, am Rad drehen total. Ja. Zwei weiter hätte ich das Auto gehabt, aber ich habe ein Kleidungsstück gewonnen. Ich habe ein Tarn-T-Shirt. Schade, ich dachte, ich krieg irgendwie. Ja, wie gesagt, leider nur zwei weiter. So, mal gucken, was Baby jetzt gewinnt. Ihre Jungfräulichkeit zurück. Nee, RP 5000.
So, jetzt kommt das Auto. Nee, das grässliche Ding will ich nicht mal haben. Aber das hat so ein bisschen vom Style, ja. Das grässliche Ding kriegt man immer, ne? Nee, kriegst du, ist zu weit schon. Discount. Ja, Rabatte. Hey, immerhin. Fahrzeugrabatt von 10%. Schade, dass ich nicht irgendwie die. Na gut, haben oder nicht haben. Wenn du ein Auto für 1,7 Millionen kaufst, hast du 170.000 Rabatt. Aber. Ja, schade, ja. Dass man nicht, wenn man sagt, man kauft irgendwelche Jetons, dass man wieder mehrmals drehen kann. Dass man einfach sagt, man will, die, wenn man dieses Auto haben will. Leider kannst du es wirklich nur täglich einmal drehen. Hm. Schade eigentlich. Ja, zocken ist nicht so meins. Ich bin da so ein bisschen glücklos. Und das Casino gewinnt sowieso immer. Müsste das in der Öffentlichkeit tun? Ist hier noch Kinder? Nee, sind Kinder anwesend hier. Guck mal, wie sie sich noch freut. So. Na dann, schauen wir uns, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Dinger, die Rennen da an, und wenn es nichts ist, dann ist es halt nicht. Ja, einfach mal sparen. Sind ja, man kann ja auch mal zum Beispiel uns in die Kommentare schreiben, was man so gerne mal zeigen soll und alles drum und dran, so ein bisschen Challengers-mäßig und alles drum und dran. Ja, wahrscheinlich alles schon gehabt, aber wir hätten da so ein bisschen Bock drauf. Einfach mal Vorschläge, was kann man so machen. Wie gesagt, wir haben ja den Geist gesehen, wir haben ja die Luke angeguckt und also Easter Eggs und sowas. Ja, die von Baby noch nicht? Das kann man ja auch noch machen, ist ja kein Problem. Hast du gehört, Baby? Wir gucken uns noch deine Luke an. Ja, können wir auch machen. Ach so. Wie heute wird zu Luke oder was? Ich dachte, es ging jetzt um Easter Eggs. Die Easter Eggs. Wer weiß, Baby, was sich dahinter befindet, das könnte ja noch ein Easter Egg sein. Deine Easter Eggs will man nicht sehen. Wenn ich das so sehe, kann es ja nur schief gehen. Definitiv. So. Ah, ich kann nicht mal wetten. Ich habe auch nur 2 Runden eingestellt zur Sicherheit, damit es nicht ganz so lang ist. Oh. Sag doch, ich fahre schon als erstes King Bau. Das Ding. Jetzt führt Kev das Rennen an, weil mein Flugzeug nicht durch 2 Beine gepasst hat. Ja. Ja, ich bin den Punkt ein bisschen höher angeflogen und dann ging. Ja, ich habe die.
Ich habe die Kurve unterschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass sie so krass scharf ist. Ja, ich habe sie gesehen. Ja, und dass der nächste Checkpoint so nah dran ist, sonst hätte ich das auch anders geflogen. Alter. Das wurde von mir verdammt. Ich brenne! Ach, da hinten. Alter! Ja, ich flieg ein paar Loopings an. Zwischen Papa. Ja, ich muss ja auch gerade. Jetzt habe ich die Kurve nicht gekriegt, weil die so rechts, links war. Alter! Vor allem, ich muss ja auch komplette Düse rausnehmen bei manchen Stellen. Nö, das nicht, aber ich bin einfach komplett einfach mich auf den Kopf gestellt. Und da hast du dann manchmal Angst, dass das Ding einfach stallt und runterfällt. Weißt du, dass der dann Druckabfall hat? Das wirst du natürlich wieder. Ich weiß nicht, was die Kurve nicht gekriegt hat. Ja, ich muss auch ehrlich zugeben, Flugrennen sind auch nicht unbedingt mein Forte, mein Ding. So, jetzt weiß ich aber, dass die Kurve hier so ist. Aha. Nur habe ich sie besser gekriegt. Alter, scheiß Seitenwind. Auf einmal gekriegt. Ja, jetzt bist du weg. Oh, Baby hier vor mir. Ja, ich habe mich zwischendurch voll verflogen. Oh, Alter. Ja. Scheiß Checkpoint. Ja. Scheiße. Jetzt bist du weg, jetzt habe ich keine Chance mehr hinterher zu kommen. Oh. Mein Pech kriegt mich Baby jetzt noch. Ja, ich fliege mir gerade irgendwas zurecht, ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Scheiße. Ich hätte das Ding gerade fast versemmelt hier noch. Boah. So knapp noch über die Häuser drüber weggezogen gekriegt. Ja, ich flieg halt rein, weil die Checkpoints rechts, links sind und. Ja. Naja. Übrigens nur, dass du es weißt, Kev, ne? Der Daumen runter auf deinem letzten Stream von Sonntags, das ist nicht meiner. Ich weiß nicht, wer dir den gesetzt hat. Hä, was für ein Stream? Na, MSFL, Ach, ist mir mittlerweile so egal. Ich hab mir das Rennen selber kaputt gefahren. Aber beziehungsweise mir wurde es eigentlich mehr oder weniger kaputt gefahren, weil die ja dann alle noch mal meinen reindrücken zu müssen. Ich hätte Chance auf Platz 2 gehabt, weißt du? Naja, alles gut. Ist mir auch egal, wenn ich ehrlich bin, ob da irgendwer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Diese Fliege ist eindeutig nichts für mich. Heute Abend fahre ich eh nicht. So. Aber jetzt gut getimt von dir mit dem Countdown. Hm. Ah, meins war's nicht. Alles meins gut. Auch nicht. Ich enthalte mich. Oh ja. Standrennen mit
Dreifach Dings.